Ich melde mich aus Leipzig. Im Herbst 1989 gingen die Menschen hier für Demokratie und Pressefreiheit auf die Straße. Heute, 30 Jahre danach, ist diese Freiheit bedroht wie nie. Und ich hoffe und erwarte, dass unsere EU-Abgeordneten für die Pressefreiheit einstehen, dass sie sie verteidigen, weil Demokratie ohne Pressefreiheit gibt es nicht.